Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die Barbour X Glossy Box Limited Edition Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box konnte man für 35 Euro kaufen und ich glaube, man kann es immer noch. Man kann die mittlerweile sogar in ziemlich coolen Bundles kaufen, wodurch die Box dann auch in dem Sinne günstiger wird. Das ist eine schöne, schlicht schwarze Box. Hier steht drauf With Love und im typischen Format von der Glossy Box. Ich bin wirklich gespannt. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Kooperationsbox von Barbour und Glossy Box, die ich in meinen Händen halte. Und das sieht schon mal richtig edel aus, wenn man den Deckel entfernt. Hui, ein goldenes Seidenschleifchen, was wir jetzt einmal öffnen. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den Preisen und Produktinformationen. Dann haben wir hier ein schwarzes Seidenpapier. Das Klebi öffnen wir. Oh, ohne Rückstände, sehr schön. Und hier haben wir den Blick in die Box. Okay, wir haben hier direkt schon einen Gutschein mit drin. Behandlungsgutschein im Wert von 10 Euro, gültig bis 31.12.2021. Mindestbuchungswert 30 Euro. Okay, ja, und dann kannst du da entsprechend eine Kosmetikbehandlung in einem Barbour irgendwas, upsala, günstiger bekommen. Finde ich ganz nett. Okay, die ist prall gefüllt. Ich nehme mal zuallererst das größte Produkt raus. Das ist ein Thermal Toning Essence, okay, Cleansing. Das ist ein Toner mit 200 Millilitern. Das finde ich interessant. Toner finde ich sehr, sehr wichtig. Benutze ich immer nach der Gesichtsreinigung und vor dem Gesichtsserum. Und das scheint eine Full Size zu sein, oder? Tonisierendes Gesichtswasser für jede Haut. Sehr, sehr schön. Das ist toll. Ich mag ja Barbour von dem, ne? Es ist so edel, ne? Es ist wahnsinn schön. Du hast hier einen Pumper mit dabei, finde ich auch sehr, sehr angenehm. Boah. Also das ist schon mal ein gutes Produkt, da freue ich mich drüber. Gesichtstoner mit Anti-Ox-Komplex und Aachener Thermalwasser. Reich an Mineralien und Spurenelementen. Perfekt gereinigt und gut durchfeuchtet, zeigt sich die Haut aufnahmefähiger für die nachfolgende Pflege. Der Anti-Ox-Komplex unterstützt den Eigenschutz der Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Ein spezielles Polymer unterstützt zusätzlich die Barrierefunktion und den Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Das Ergebnis? Ein strahlend schönes, feineres Hautbild. Ja, finde ich sehr ansprechend, oder? Natürlich müssen auch Ampullen mit rein und zwar Minimal Effort Maximum Results. Das sind drei Ampullen. Da haben wir drin die Beauty Rescue Ampulle für Widerstandskraft und Ausstrahlung, die Perfect Glow Ampulle für Ausstrahlung und Feuchtigkeit und die Lift Express Ampulle für sofortige Glätte. Ja. Hatte ich tatsächlich auch schon öfters mal da, diese Ampullen. Und jetzt ist halt wirklich die Zeit, Leute, ich sag's euch. Und ich habe es euch gesagt, als ich das erste Mal Ampullen in der Box hatte, hier dieses Jahr wieder. Es ist die Zeit, wo wir in sehr vielen Boxen Ampullen bekommen werden und auch in den ganzen Adventskalendern. Genau, finde ich aber auch ganz schön, nicht nur um sie selber zu verwenden, sondern auch, ich bastle ja auch selber Adventskalender, um die mal in einen Adventskalender für Freunde, Familie oder für eine Verlosung zu packen. Schön, wir haben ja auch dekorative Kosmetik drin und zwar ein Eyeshadow Pencil in der Farbe 05 Dark Brown. Ja, ich mag solche Lidschattenpinsel leider nicht, deswegen wird auch der mich verlassen. Das ist halt einfach eine Farbe. Kriege ich den jetzt eigentlich auf oder ist der jetzt... Ja, den kriege ich auf. Das ist halt wirklich ein schönes dunkles Braun. Also theoretisch eine wunderschöne Geschichte, um die an den äußeren Augen, an das äußere Drittel zu machen. Kann man auch wohl anspitzen. Und auf der anderen Seite haben wir so einen Schwämmchen-Applikator. Mit dem kann man das Ganze dann aussmoken. Das kann wirklich sehr, sehr schön sein. Ich verwende sowas aber leider nicht. Als weiteres dekoratives Kosmetikprodukt haben wir Glossy Lip Color. Und zwar in der Farbe 08 Soft Rose hier drin. Da bin ich auf die Farbe mal sehr gespannt. Denn ich meine, dass das ja auch das Sneak Peek-Produkt war. Sprich, dass das bei Glossy Box schon direkt angezeigt worden ist. Ich erinnere mich aber nicht an die Farbe. Und die Barbour, ja, die Barbour Lippenstifte, die sehen so, so schön aus. Oh, ich feiere die. In der letzten oder vorletzten Barbour Box hatte ich auch einen mit drin. Fand ich wundervoll. In so einem Braun war das. Oh, ist das eine tolle Farbe. Das ist tragbar, oder? Die mache ich mir direkt drauf. Oh, super soft.
Das ist eine wirklich schöne, sanfte, softe, dezente Farbe. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass meine Lippen gepflegt werden. Wahnsinn, der riecht auch angenehm. Wirklich, wirklich angenehm. Ganz toll. Also das ist für mich das absolute Highlight in der Box. Zwei Sachen haben wir tatsächlich auch noch drin. Das ist einmal Hydrocellular Hyaluron Cream. 24 Stunden Moisture Depot Effekt. Also das ist wirklich, ne, 15 Milliliter. Und hier hast du eine richtig tolle Feuchtigkeitspflege für die Haut, also Feuchtigkeitscreme. Die angenehm leichte Hyaluron-Creme hydratisiert die Haut multidimensional. Okay, Ergebnis geschmeidig, glatte, rosige Haut. Finde ich schön. Und 15 Milliliter ist auf jeden Fall eine gute Probiergröße. Normalerweise hast du ja in einem Tiegel so 50 Milliliter drin. Und man sollte Gesichtscreme eigentlich auch wirklich ein, zwei Monate durchverwenden, weil die Haut ist ein bisschen anders oder die Gesichtshaut ist ein bisschen anders als zum Beispiel die Haare. Bei Haaren ist es so, dass es gut ist, wenn man ab und an mal wechselt und da auch andere Shampoos verwendet, auch innerhalb von einer Woche zum Beispiel. Mache ich auch, ne? Also Dienstags und Freitags verwende ich immer ein anderes Shampoo, als ich das normalerweise mache. Und bei Gesichtscremes ist es aber so, dass man da tatsächlich eigentlich dem Produkt treu bleiben sollte, sofern es einem gut tut. Weil die Haut auch erstmal braucht, bis sie sich an die neue Pflege gewöhnt hat. Aber das finde ich eigentlich ganz nett, denn ich habe davon, glaube ich, noch das ein oder andere Produkt in anderen Adventskalendern drin gehabt oder als Backup hier, sodass ich das dann auch wirklich über einen längeren Zeitraum verwenden könnte. Finde ich ganz nett, finde ich ganz cool und ja, Feuchtigkeit braucht meine Haut. Da wir hier keinen Lichtschutzfaktor mit drin haben, würde ich persönlich die tatsächlich auch eher abends verwenden. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wann ihr sowas verwenden würdet, wenn das halt wirklich eine hydratisierende Gesichtscreme ist, die keinen eigenen Lichtschutzfaktor hat. Natürlich kann man auch noch zusätzlich eine Lichtschutzfaktor-Creme auftragen über die normale Gesichtspflege. Dieses Produkt macht mir mal wieder Angst, weil es ist ein AHA-Peeling, also ich glaube ein Fruchtsäure-Peeling, oder? Ja, AHA-Peeling Overnight und das ist von Dr. Barbour Pro. A Blend of Glycolic Acid plus Perfection Peptides Overnight Skin Refiner pH 4.0. Da haben wir 15 Milliliter drin. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Hier steht im Heftchen übrigens drin, ein bis zweimal pro Woche, vorzugsweise am Abend nach der Gesichtsreinigung, wie ein Serum auf Gesicht, Hals sowie Dekolleté auftragen und über Nacht die Wirkung entfalten lassen. Augen- und Mundpartien aussparen. Ausrufezeichen. Keine weitere Pflege auftragen. Wichtig. Okay, am nächsten Morgen die Haut wie gewohnt reinigen und pflegen. Okay, vielleicht versuche ich es wirklich mal. Ich meine, so ein Peeling ist ja auch dann so ein Säurepeeling, ne? Das heißt, es dringt dann auch wirklich in die unteren Hautschichten ein und abgestorbene Hautgeschichten werden dann abgetragen. Ich habe da Angst vor, dass ich danach aussehe, wie als hätte ich kein Gesicht mehr, ne? Mal gucken. Also ich finde diesen Inhalt von der Box, was ich hier mal so schön drapiert habe, sehr, sehr gut. Also wir haben eine Rundumpflege, ne? Wir haben eine Creme, wir haben ein Peeling, wir haben dekorative Kosmetik, wir haben Ampullen und sonstige Pflege. Ich finde, dass es sich schon ziemlich gelohnt hat. Für 35 Euro, die man da ausgibt, kann man auf jeden Fall mal so ein bisschen in dieses ganze Barborium reinschnuppern. Und deswegen bestelle ich mir auch super gerne die Special Editions von der Glossy Box. Man kann tatsächlich diese Boxen auch immer ein bisschen günstiger bekommen, wenn man denn ein Glossy Abonnent ist, was ich grundsätzlich sowieso empfehlen kann, wenn es jetzt Richtung Weihnachten geht, weil wir können uns jetzt zum Beispiel auch den Adventskalender holen, der dann auch günstiger ist, als wenn man den so holen würde. Also ich glaube, ich habe 80 Euro für den Adventskalender bezahlt. Anstatt von, ich weiß nicht, 90, 95 Euro, die man bezahlt, wenn man halt nicht Abonnent ist. Und da lohnt sich das Ganze schon. Es gibt jetzt auch super Angebote auf der Glossy Homepage. Schaut da gerne mal vorbei. Sollten sie nicht auf der Homepage sein, habe ich euch das andere, ein oder andere auch mal hier unten in die Infobox reingeschrieben, dass man halt so Bundles bestellen kann. Sowohl in Kombination mit der Barbour Box, als auch mit dem Abo, als auch mit dem Adventskalender. Ne, dass man da auf jeden Fall sparen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!